Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ein richtiges Grußwort soll es gar nicht werden, sondern auch eine Art Wortmeldung. Ich freue mich, hier auf dem Landesparteitag mit euch zu sein, überbringe euch ausdrücklich die Grüße der linken Delegation in der konföderalen Fraktion, die Vereinigte Europäische Linke Nordisch-Grün-Link, also der Linksfraktion im Europäischen Parlament. Ihr verabschiedet euer Wahlprogramm heute für den Landtagswahlkampf. Ihr stellt Weichen für die künftige Politik der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, schafft Rahmen, legt Prioritäten fest und stellt Alternativen dar. Und ich glaube, das ist richtig, was in der Wahlstrategie drinsteht. Ja, es gibt immer Alternativen zu der gegenwärtigen praktizierten Politik, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und es wird nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. In einer Woche wird in Finnland gewählt, national, also das Parlament neu. Und das Europathema steht erstmalig dort ganz oben auf der Agenda. Alle politischen Parteien in Finnland müssen sich mit der heutigen Verfasstheit Europas beschäftigen, weil Finnland ist Nettozahler, so wie es auch Deutschland ist. Und die rechtspopulistische Partei der wahren Finnen führt die Meinungsumfragen mit fast 30% an. Und das ist ein Novum und ein negatives Novum sozusagen auch in der finnischen Politik. Und das hat viel damit zu tun, wie Europa heute verfasst ist. Euro-Rettungsschirm, Euro-Plus, Wirtschaftsregierung in Europa, also Versuche, die galoppierende und andauernde Euro-Krise in den Griff zu bekommen, sind Versuche der Regierenden. Und vor einer Woche hat auch der Rat der Regierungs- und Staatschefs der 27 Mitgliedstaaten genau dieses Paket erst einmal beschlossen. Und am Tag davor hat das Europäische Parlament seine Empfehlung dazu abgegeben. Und es hat mehrheitlich sich für diesen Regelmechanismus, für dieses Euro-Plus-Paket ausgesprochen, gegen die Stimmen der Linken im Europäischen Parlament, die als einzige Fraktion dagegen gestimmt haben. Und damit auch, weil heute der DGB leider nicht hier ist, aber positiv das Schreiben und die Bitte des Europäischen Gewerkschaftsbundes aufgegriffen hat, gegen diesen Mechanismus zu stimmen, weil er zwei entscheidende Fehler hat. Er ist zwar ein Versuch der Regulierung der internationalen Finanzmärkte auf dem Gebiet der Europäischen Union vorzunehmen, aber er ist im Prinzip keine wirkliche Wende weg von neoliberaler Wirtschaftspolitik, von der Zerstörung des sozialen, politischen Zusammenhalts der EU. Und er ist letztendlich auch der Versuch, an den gewachsenen, mit dem Lissabon-Vertrag sogar festgezurrten EU-Strukturen zu brechen. Er befördert jetzt auch zunehmend die Wirtschafts- und Finanzpolitik innerhalb der Europäischen Union. Das hat viel mit Mecklenburg-Vorpommern, mit eurem Wahlkampf und mit euren Alternativen, die ihr entwickelt, zu tun. Weg von sozusagen demokratischer Teilhabe und Kontrolle. Es wird eine neue, eine zusätzliche Ebene eingeführt, die nicht mehr parlamentarisch kontrollierbar ist, die nicht mehr der Mitwirkung und der Entscheidung von Bürgerinnen und Bürgern zu ihrem Alltag den entsprechenden Rahmen bietet. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, und nicht nur die Wahlen in Finnland am nächsten Sonntag, sondern die Wahlen im Mai mit Portugal haben viel mit dieser Lebensrealität zu tun. Und deshalb sage ich, jawohl, das, was im Wahlprogramm drinsteht, hier in Mecklenburg-Vorpommern, hat viel mit einer solidarischen, mit einem solidarischen Miteinander und einem solidarischen Kämpfen auch unserer Partei mit den Kämpfen anderer linker Parteien in den anderen Mitgliedsländern der EU zu tun. Und das, glaube ich, ist die Stärke. Da sagen wir auch, hier gibt es für die Interessen und die Belange der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern durchaus vergleichbare und ähnliche sozusagen Kämpfe der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in Griechenland, in Portugal, die heute schon -20%, wenn sie ihre Rente abholen, bekommen zum Vergleich zu vor einem halben Jahr. Das sind die Wirkungen neoliberaler Wirtschaftspolitik und da muss man gegen entschieden sich wehren. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz sagen, ich freue mich, dass es uns gelungen ist, viel enger Europa und Mecklenburg-Vorpommern in der Arbeit auch der Linken schon zu verzahnen. Einiges haben wir erreicht, einiges muss sich weiter verbessern, aber in wenigen Wochen wird es auf der Konferenz
der Landtagsfraktion und des Landesverbandes grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Hohenklempenow geben, wo wir auch darüber nachdenken müssen, wie lassen wir sozusagen oder wie können wir diese Zusammenarbeit linker Parteien, linker Politikerinnen und Politiker und von Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, sozialen Initiativen mit dem Blick über den sozusagen sogenannten Grenzzaun hinaus verbessern im Interesse der Lösung gemeinsam anstehender Probleme. Und das ist eine gute Botschaft, glaube ich, die wir als Wind aus Mecklenburg-Vorpommern auch auf die Bundesebene schicken können und sozusagen über die Bundesebene hinaus aus Mecklenburg-Vorpommern auch nach Brüssel und nach Straßburg. Und zweitens, wir haben eine große Konferenz vor, gemeinsam unsere Delegation, Bundestagsfraktion, Landtagsfraktion zur Reform der Agrarpolitik auch noch im Sommer. Also zwei wichtige Punkte auch, wo deutlich wird, das, was wir aufschreiben, hat durchaus Bestand, kann umgesetzt werden und wird die Realität der Menschen auch bei den weiteren Entwicklungen von europäischer Politik in Rückwirkung auf die nationale Ebene, auf die Landesebene, auf die kommunale Ebene ihren Alltag verändern. Danke und viel Erfolg und ein Gelingen sozusagen des Parteitages und dann der Vertreterinnenversammlung.